Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe aktuell gerade keine Lust auf Omsi, Lotus und Co. Deswegen dachte ich mir so, komm, wir nehmen uns mal ein bisschen die Zeit und schauen uns nochmal andere Titel an. Andere ÖPNV-Simulatoren, die mittlerweile so auf Steam erschienen sind. Ein Titel ist von Kischmisch Games mit dem Namen Metro Sim Hustle. Oder Metro Sim Hustle? Keine Ahnung, schon allein deswegen wird der Titel wahrscheinlich nie Erfolg haben. Aber was ist Metro Sim Hustle? Das handelt sich hierbei um einen U-Bahn-Simulator, um einen U-Bahn-Lifestyle-Simulator. Keine Ahnung, hier werden mehrere Sachen mit integriert. Das soll praktisch den Alltag eines U-Bahn-Fahrers so zeigen, mit von wegen eigener Wohnung mieten und den Job machen und viele andere Sachen, die ich versuche hier nicht zu zeigen, denn das Spiel ist, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ab 16 sogar, weil man kann hier Sachen machen, die sich so halt an die nicht legale Grenze so schieben. Das Spiel hat äußerst positive Bewertungen, allerdings nur 69 davon, ist aber äußerst positiv und ich dachte mir so, komm, wir schauen es uns doch einfach mal an. Es kann ja nicht schaden. Wir sind ja nicht ein Omsi-Let's Play-Kanal oder ein Lotus-Let's Play-Kanal, sondern wir sind ja ein ÖPNV-Simulation-Let's Play-Kanal. Von daher müssen wir auch mal andere Spiele so ein bisschen die Chance geben. Und das Ganze kostet 17 Euro auf Steam. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr euch das ja da kaufen. Ich denke mal, wir werden jetzt mal hier in ein neues Spiel starten. Von daher würde ich sagen, los geht's. Ja, komplett in Englisch. Also hier ist nichts Deutsch oder sowas. Ja, nicht, dass ihr euch da ein bisschen wundert, ja. Und ihr seht schon zum Beispiel, wir haben jetzt hier auf dem Bild hier oben so eine Leiste, ja, die hier oben langläuft mit Energy, Sanity, Bladder, Hygiene, Nutrition und Hydration. Also ihr wisst, mein Englisch ist nicht perfekt, aber wir kriegen es schon hin. Hier wird nochmal ein bisschen was erklärt, ja, was wir denn hier machen müssen. Ja, using the Metro, making a living und playing with loot. Ja, also so sieht es soweit schon mal aus. Press P to open a smartphone. Und press E to open the inventory und da haben wir hier das Inventar. Wir sehen, wir sind pleite, wir haben nicht ein bisschen Geld. Und wenn wir jetzt hier P drücken, haben wir hier unser Smartphone, wo wir hier so bestimmte Sachen machen können. Ja, wie zum Beispiel eine Pizza bestellen. Wir können hier Glücksspiele machen, wir können hier eine Wohnung mieten, wir können hier, ja, wir haben einen Schrittzähler. Okay, Leute, einen Schrittzähler. Wir haben hier an sich noch eine Karte, die leider für mich total blöde dargestellt ist, aber gut. Wir haben noch so ein paar Settings, wo wir noch die Wallpaper noch einstellen können und Lunar Suites können wir hier noch mieten, ja, falls wir irgendwie halt auch mal ein bisschen schlafen müssen. Und so weiter und so fort. Ja, und gut, wie gesagt, wir wollen uns das Ganze dementsprechend mal anschauen. Wir sind hier scheinbar in so einer Art Kanalisation. Ah, hier war ein Bett. Ah, okay. Wir haben sogar eine Dusche hier. Das ist interessant. Okay. Wir haben hier schon so eine Art Wohnung oder sowas. Und haben uns jetzt wahrscheinlich so vorgenommen jetzt hier, wir wollen sie raus hier aus dem Loch hier und wollen uns doch mal ja eine richtige Wohnung mieten. Dazu müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und Geld verdienen tun wir dann natürlich dementsprechend. Ja, wenn wir natürlich arbeiten. Ohne Arbeit geht nichts. Deswegen werden wir uns jetzt mal hier schleunigst mal den Weg zur Arbeit suchen. Travel. Und werden mal gucken, was dieser Simulator so zu bieten hat. Speed Traps. Achso, okay. Er zeigt uns an, wie schnell wir halt fahren dürfen und so weiter und so fort. Ja, also das Spiel ist, ich glaube, letztes Jahr erschienen, 2019. Man kann, wie gesagt, hier Sachen machen, die ja für viele wahrscheinlich komplett normal ist. Ja, für den einen oder anderen dann nicht so. Ich werde auf diese Sachen natürlich extra versuchen zu achten, dass wir diese Sachen dann natürlich denn nicht machen werden. Dass wir hier wirklich versuchen, legal zu leben, ja, und wie sie es halt gehört, ne, wenn man irgendwann mal von Mama zu Hause auszieht, geht man ja irgendwann hoffentlich hier mal arbeiten und dann hat man dann irgendwann seine eigene Wohnung und so weiter und so fort, ne, und das wollen wir halt.
Das Ganze ist von, wie gesagt, Kischmich Games. Die haben, das ist nicht auf jeden Fall ihr erster Simulator, den sie veröffentlicht haben in der Richtung. Wir werden uns noch weitere Titel angucken. Aber es hat alles nichts nur mit U-Bahn zu tun, sondern ihr seht auch, es stehen überall hier immer irgendwelche Leute hier irgendwo in den Ecken. Ja, das ist sowieso schon gruselig. Er ist Mark Marchand. Hier oben ist das, was er sagt. Hier unten könnt ihr hier eine Antwort geben. Interessiert mich meistens aber nicht. Ihr könnt zum Beispiel hier Sachen kaufen. Wie zum Beispiel eine Flasche Wasser. Oder Potato Chips. Könnt ihr hier kaufen. Also schöne Kartoffelchips. WASD ist natürlich ja, vorwärts, rückwärts, nach hinten und so weiter und so fort. Hallo. Was hast du zu kaufen? Ein Rotwein, ein Weißwein und Springrolls. Frühlingsrollen, ne? So. Wer weiß, wie alt die schon sind, die Frühlingsrollen. Ja, das ist auf jeden Fall diese Stadt hier, die wir hier haben, die wir hier frei erkunden können. Hier haben wir Furni. Ja, hier können wir zum Beispiel Betten und sowas kaufen. Ja, ihr seht es hier. Ein Sofa für 150, ein Bett für 250, ein Chair für 150. Divergent Travel Agencies, okay. Hier haben wir so einen kleinen Shop hier. Jacob's Verity. Also wenn ich dich nachts sehe, dann würde ich ja Albträume kriegen. So, oh, was hat sie denn? A Lottery Ticket. Kaffeepots. Blueberry Soda. Glass of Champagne. Bottle Water. Regular Cigarettes. Und ein starkes Bier. Ihr seht oben zum Beispiel an der Liste, es geht auch runter. Ne? Wir sehen zum Beispiel die Hydration, die ist schon runtergegangen. Und Nutrition geht auch schon runter. Also wir haben Hunger. Oder haben schon so leichte Hungergefühle. Und hier haben wir die Callahan Metro. Und das ist der Hauptbestandteil des Spiels. Ja, was wir hier machen müssen. Gehen jetzt hier ran und hier sehen zum Beispiel Board Train. Hier haben wir einmal die Civic Line, die Metro Line und die Sprinter Line. Wir haben aber aktuell nur die Lizenz A. Hier sehen wir hier oben, ne? Current Lizenz A, Skill Points 0, weil wir sind ja gerade aus dem Gosse gekommen, so aus dem Keller. Und da müssen wir uns natürlich jetzt erstmal hocharbeiten. Wir sehen hier, es gibt nochmal die Lizenz B und die Lizenz S. Und die verdienen wir, indem wir die Skill Points aufleveln. Also, hier sehen wir jetzt hier die Civic Line. Da sehen wir Low Passenger Load, 49 km/h Max Speed, Poor Security und A-Lizenz Required. Haben wir alles. Können wir also dementsprechend mal tun. Können wir mal hier ein bisschen abfahren. Und ja, erstmal versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen. So. Dann könnt ihr euch im Laufe des Spiels hier eine Wohnung mieten oder sogar eine Villa mieten und so weiter und so fort. Okay? Und könnt diese denn zum Beispiel noch bestücken, wie gesagt, mit Betten, könnt ihr Farben und so weiter. Also das ist so ein bisschen noch so ein, ja, ich überlege gerade die ganze Zeit so ein, wie man es so machen, so ein DayZ für Abend vielleicht noch oder sowas. Ja, so ein, ja, also hier sehen wir zum Beispiel, wir sind jetzt hier in unserem Zug hier, Exit Train können wir hier drücken. Hier genauso wie Exit Train. Ja, sonst haben wir hier oben unser Change Destination Code, den wir hier einstellen können. Und sonst eigentlich nicht, ja. Den Destination Code, den kannst du zum Beispiel auch noch hier drüber einstellen, wenn du die Taste Q drückst, ja. Ich glaube, Jesper Point ist die Station, wo wir immer hinfahren. Also ich habe es natürlich vorab schon getestet, sonst hätte ich euch das jetzt hier gar nicht alles so zeigen können. Die Einspielzeit hier ist halt, du wirst reingeschmissen und dann musst du dich erstmal selber durchkämpfen. Mit K können wir die Türen öffnen und auch wieder schließen. Mit M können wir vorwärts fahren. Mit der Leertaste ist abbremsen. Und mit der Taste, jetzt lass mich lügen, Z, genau, mit der Taste Z können wir die Parkbremse lösen. The next stop is Dominion Tower.
Max Speed war 40, habt ihr gelesen? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen mich über hier so ansetzen. So, jetzt steigen Leute ein, die Passagiere. Das war's schon. Ach Gott, jetzt habe ich ein bisschen gepennt jetzt, ne? Da sind ja kaum welche zugestiegen. Ihr bekommt dann halt am Ende noch eine Auswertung, also eine minimalistische Auswertung. Das war natürlich jetzt schlecht, habt ihr gesehen, ne? So, das war die Endhaltestelle, Vesper Point. Jetzt können wir natürlich auch ein bisschen langsamer rumfahren. So, ihr seht, ne, wir haben Durst, ne, die Hydration unten oben sinkt. Wir haben Hunger und unsere Energie verlässt uns. Aber das könnte natürlich dann wieder ausgleichen, wenn er zum Beispiel Kaffee trinkt oder sowas, ne? Wenn das Ganze natürlich noch ein bisschen aufpushen. Ihr könnt natürlich auch, ich sag mal, andere Medikamente benutzen. Ja, um das mal ein bisschen vorsichtig zu erklären, um euch hätten wir ein bisschen aufzupushen. Aber das meine ich, das sind so diese Sachen, die wieder an das, ja, nicht legale Leben rangehen, ja? Wie zum Beispiel halt auch Glücksspiele oder sowas, ja? Das ist natürlich hier alles möglich. Weiß halt nicht, was das halt mit dem Leben eines U-Bahn-Fahrers zu tun hat. Ja, so. So,
So, weil wir also jetzt gefahren sind, haben wir jetzt ein Lightbier bekommen, einen Candy Bar und 6 extra Dollar. Und jetzt bekommen wir hier unsere Auswertung. Wir haben jetzt insgesamt 150 Points geskillt, ja, und haben jetzt hier 75 Dollar bekommen. Hier sehen wir dann zum Beispiel auch, ne, diesen Bonus, Route Setting Bonus, Speeding Fines, Track Fatalities. Wenn du das natürlich hier alles hier perfekt machst, dann kriegst du halt dementsprechend auch mehr Geld. So, Blätter, seht ihr zum Beispiel, ja, unsere Blase, ja, die müsste auch irgendwann mal entleert werden. Und das machen wir am besten auf eine Toilette. So, jetzt haben wir hier mit zum Beispiel unser erstes Geld verdient. Wir haben jetzt hier 81 Euro, ja, bringt uns natürlich nichts. Wir brauchen zumindest schon mal, damit wir die Nacht überleben können und mal schon mal ein bisschen komfortabler leben können, zumindest schon mal 100, ja, 100 Euro. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt eine Wohnung mieten wollen, brauchen wir hier schon alleine 200, ja, für den Gartenpark, ja, für 7 Tage. Hat ein Badezimmer und ist Unit 4A, ja. Also das ist hier auch gleich um die Ecke, wenn ihr euch das Ganze dann mietet. Das Problem ist, das war da gewesen, was ich irgendwie, ja, nicht so wusste, dass das Ganze, ja, ohne Bett ist und ich dann einfach dann irgendwo zusammengeklappt bin, weil, ja, meine Energie, ja, weg war. Okay, und das ist natürlich schlecht, deswegen müssen wir uns natürlich also um eine Wohnung kümmern, die kostet 200 Euro. Wir müssen uns um ein Bett kümmern und ein Bett, glaube ich, kam 150, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Können wir mal kurz mal gucken gehen. Währenddessen müssen wir aber auch noch versuchen, was zu essen und ja, um nicht zu verdursten und alles sowas. Ja, also das ist denn hier. Hier sehen wir ein Bett, 250 kostet das Ganze, okay. Deswegen könnt ihr euch hier zum Beispiel auch so eine kleine Apartments hier einfach nur mieten. So eine Suite, die kostet jetzt so 100 Dollar für 24 Stunden. Also nicht mal die hätten wir gerade zusammen. Zumal die Umrechnung hier einfach nicht aktuell passt hier mit 81 und 100. Naja, wollen wir uns mal nicht so drüber so kleinig machen. Könnt natürlich hier auch Mülltonnen hier kontrollieren, ob wir hier irgendwelche Sachen drin finden. Ja. Manchmal findest du irgendwelche Zigaretten oder was zu trinken. Es gibt einen Coffeeshop. Hallo. Ja, es gibt eine Dancebar, sag ich mal. Ja, für Frauen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, da haben wir zum Beispiel den Coffeeshop. Da können wir zum Beispiel hingehen, ja, weil uns ja die Energie ein bisschen flöten geht. Und wir vielleicht auch mal auf Toilette müssten. Das wäre vielleicht auch mal nicht so verkehrt. Dann könnt ihr hier zum Beispiel in den Coffeeshop gehen. Hallo. Und können dann hier dann dementsprechend auch mal uns schnell mal waschen. Können die Toilette mal benutzen. So. Und jetzt noch zu guter Letzt gibt es noch einen Kaffee. Da hätten wir gerne den schönen, genau, wird gekauft. So, diesen benutzen wir, indem wir hier ins Item-Menü gehen, den Kaffee einfach andrücken und use. Hier achtet hier oben auf diese Energieleiste. Ja. So, aber die Hydration sinkt. Also sprich, wir kriegen Durst. Hat sie sonst noch was zu verkaufen? Was ist die? Oh, guck mal, sie hat jetzt zum Beispiel eine Lime-Soda. Können wir das Ganze schon mal kaufen und das können wir auch mal schnell schnabulieren. Hier oben bei der Hydration. Sollte jetzt was passieren, aber auch nicht allzu viel. So, ja, und so ist... Du alte Sau. Entschuldigung. Ja, so ist eigentlich das Spiel, eigentlich Metro Sim Hustle. Ja, also ist auf jeden Fall eine interessante Richtung, mal eine Simulation zu fahren tatsächlich. Ja, ich muss sagen, nachdem ich das jetzt die Tage jetzt mal so mal angespielt hatte, saß ich doch, hab ich mich ertappt, echt knapp 2 Stunden dran. Ne? Weil man will halt weitermachen, man will halt seine eigene erste Wohnung haben. Und wie gesagt, und dann fehlte mir mal mein Bett und dann bin ich einfach zusammengeklappt. Und das war dann natürlich ja, ein bisschen frustrierend. Aber an sich ist es, wie gesagt, ein Spiel, was man so für zwischendurch mal spielen kann. Aber ich würde es jetzt nicht als ernsthafte Simulation benutzen und würde sagen, dass es eine ernsthafte ÖPNV-Simulation ist. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Titel mit dem Namen Metro Sim Hustle total an dem Ding vorbeigerutscht, was es eigentlich sein sollte. Und ich weiß nicht, es ist halt ein DayZ für Arme. Es ist halt ein
ja, Lebenssimulator, kann man so sagen, mit dem Aspekt, dass man auch irgendwie arbeiten muss, ja, statt Barkeeper oder sowas, fährst halt in U-Bahn, ja, und naja, muss jeder selbst wissen. Es gibt halt noch den Metro-Simulator, den werden wir uns auch noch anschauen, und an sich wäre es das jetzt hier so von der Folge. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, was haltet ihr denn von Metros im Hustle? Oder habt ihr das selbst eventuell schon gespielt? Oder ja, seid ihr jetzt vielleicht neugierig, wie es jetzt hier weitergeht? Dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Ja, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann morgen mal mit einem anderen Titel hier wieder. Und ja, lasst euch überraschen, um was da geht. Es wird auf jeden Fall ein weiterer Titel von dem gleichen Entwickler sein. Aber so viel dazu. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!